So, meine Lieben, Reihe 7 wartet auf uns. Mal gucken, ob ich heute besser mit meiner Wolle klarkomme. Wir beginnen mit zwei Luftmaschen und Wänden. Wir machen wieder unseren Rand aus 4 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, ein geschlossenes, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
3. Und die 5 kommt jetzt. So, da haben wir die 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ein geschlossenes. Drei offene eins zwei drei ein geschlossenes. Und das Stäbchen in das Stäbchen. So. Jetzt 5 offene. Wenn man es nicht gewohnt ist, so langsam zu arbeiten. So, 1. Aber da gewöhne ich mich auch noch dran. 2. 3. 4. Wir zählen 1, 2, 3, 4 und unseren Rand, bestehend aus 4 Stäbchen. Zwei Luftmaschen für die Höhe. Wir wenden. Unsere 4 Stäbchen für den Rand. 1. 2. 3. 4. Ein geschlossenes. Jetzt 5 offene. Eins, zwei, drei, vier. Fünf, ein geschlossenes. Ein offenes. Ein geschlossenes.
So. Fünf offene. Zwei. Vier, fünf, eingeschlossenes, so Stäbchen auf Stäbchen. Und jetzt unser Rand, bestehend aus vier Stäbchen. Eins, zwei, drei, vier. So, nächste Reihe. Zwei Luftmaschen. Wir wenden. Vier Stäbchen, eins, zwei, drei, vier, so, jetzt kommen sieben offene. Eins, zwei, drei. Vier, fünf, sechs, sieben, eingeschlossenes. Ja, und jetzt wieder sieben offene. Eins, zwei. Drei, vier, fünf, sechs. Wir müssen wieder zählen. Eins, zwei, drei, vier.
Und jetzt wieder unseren Rand bestehend aus 4 Stäbchen. Ja, und damit sind wir schon in Reihe 11. 2 Luftmaschen unbändig. So, auf geht's in Reihe 11. Wir machen wieder unseren Rand bestehend aus 4 Stäbchen. Ein geschlossenes. Jetzt kommen 5 offene. Fünf, ein geschlossenes, ein offenes. Geschlossenes. Und jetzt 5 offene. Fünf, ein geschlossenes. Und jetzt 4 Stäbchen, also unser Rand wieder. 2, 3 und die 4. 2 Luftmaschen und wir gehen in Reihe Nummer 12. Wir wenden. Vier Stäbchen. 5 offene, 1,
2. Jetzt kommt ein geschlossenes. Drei offene. Drei, ein geschlossenes, und jetzt 5 offene. Wir müssen gleich wieder zählen. 1, 2, 3, 4 und ein Stäbchen. 5 und wieder unseren Rand. Bestehend aus 4 Stäbchen. 1, 2, 3. Und die 4. So, meine Lieben, damit haben wir den Teil für heute auch wieder geschafft. Hier sehen wir schon wunderbar ein kleines Herzchen. Und hier setzt schon das nächste an. So, wir machen morgen dann unser kleines Deckchen weiter. Und auch fertig. Das heißt, wir machen dann jetzt 7 Reihen plus den Rand. Soweit haben wir es schon geschafft. Wir haben hier jetzt eine Breite von, Moment, nur 32 cm und eine Höhe von gut 14 cm. Aber es ist halt auch noch nicht gezogen oder irgendwas, sondern wirklich original, wie wir es gerade vor uns liegen haben. Wenn wir es dann ziehen, sieht das Herzchen dann so aus. Also wie ihr seht, da verändert sich schon noch einiges. Das ist ungezogen, das ist gezogen. Jeder mag es anders. Deswegen gezogene Version, ungezogene Version. So, ich verabschiede euch für heute, wünsche euch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns dann morgen für den Rest.